Hallo, willkommen zurück zu Sola Torobo. Ja, wir haben ja letztes Mal gegen dieses Insektenviehteil gekämpft. Ja, was wir auch sehr schön platt gemacht haben. Und jetzt müssen wir zu dieser Honigfarm. Um diesen Panzer da zu holen. Sag mal, der hätte mir auch erklärt, wie ich die Dinger fliegen kann. Da müssen wir auf so einen komischen Teil reiten. War das jetzt hier? Das ist ja das Dorf vom. Das Dorf vom Bürgermeister. Das Haus vom Bürgermeister. Ich hab gerade nicht richtig gelesen. Ich versuche jetzt mit dem Holzbein zu sammeln. Und um Hals und Hals jetzt schaffen. Mist, das wurde mir doch erklärt, wie ich diese Dinger reiten kann. Hilfe. Lalalala. Nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. 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 Ach, Mist. Es kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Das muss ich gucken. Was, irgendwie musst du mit den Dingern fliegen. Questmäßig. Haben wir da was? Nee. Weil wir dachten erstmal das Ding holen müssen. Warte mal, da ist ein Ausrufezeichen. Da muss ich jetzt wieder da reingehen und dann kann ich so ein Vieh fliegen. Ist hier wieder was drin? Ja, Insekten. Komm her, du blöde Ameise. Ich mache mir kaputt. Okay, letztes Mal konnten wir ja nicht nach rechts, weil uns El davon abgehalten hat. Und jetzt gehen wir da mal hin. Erstmal Kiste kaputt machen. Da ist Geld drinne. Und noch das Fass. Und was ist da drinne? Fleisch. Super. Ah ja, das jetzt sind die Käfer. Red, hast du nicht was vergessen? Ach ja, wir müssen ihn zuerst mit einer Honigperle füttern, oder? Hier, nee, wir müssen welche geben. Lass uns eine suchen gehen. Ah, das sind diese. Genau, wo ich im letzten Part nicht wusste, was das war. Diese kleinen orangenen Bällchen. Ha, jetzt wissen wir, was es ist. Es sind Honigperlen. Ah, jetzt haben wir das Rätsels Lösung. Jetzt wissen wir es, jetzt wissen wir es. Da. Oh, diese Käfer. Der Käfer trägt doch was. Und es sieht so aus, als ob es süß sein könnte. Das muss eine Honigperle sein. Die schnapp ich mir. Der Kampf beginnt, komm her. Jetzt müssen wir sie nur noch zum Pilzmarini bringen. Ja, toll. Ich bin hier weg, bevor der Kampf losgeht. Ach, das freut mich jetzt, dass wir wissen, was das ist. Ich war schon so am Verzweifeln. Wozu ist das gut? Es ist doch nicht nur zur Deko da. Na. Jetzt bin ich mal gespannt, wie wir das Ding reiten. Hoffentlich ist das nicht so schlimm, wie wir fliegen. Ich glaube, er möchte, dass wir auf ihm reiten. Los, steig auf. Müssen wir denn wirklich auf ihm reiten? Na klar, deswegen sind wir doch hier. Komm schon. Oh, bäh. Ja, ich fände es jetzt auch komisch, auf so einem Käfer zu reiten. Ah, der fliegt von alleine. Das finde ich gut. Ja, ich finde diese Honignest dieser, ja, ich muss sagen, Sack da unten etwas irritierend. Na egal. Vor allem finde ich schön, dass wir den Dark mitnehmen können. Sonst müssen wir nur davon absteigen. Dankeschön, lieber Käfer. Ah, das sind diese komischen Flöhe. Schocklad, wir sind endlich da. Wie viele Panzer brauchen wir? Diamone sagt, er bräuchte 7. Ach du Kacke. Ja. Haut ab. Ich will keiner. Ihr seid nur lästig. Wie cool, diese Flöhe hier einzubauen. Oh geil. Ich habe auch noch welche. Lass mich in Ruhe. Was haben wir da gefunden? Ah, so finden wir die Panzer. Ich dachte schon, wir müssen vielleicht gegen so die Dinger kämpfen oder sowas. Hier kriegen wir dann das die Honigperlen her. Oh, lasst mich in Ruhe, ihr Scheißviecher! Oh, wieder so eine nette Pflanze. Vielleicht könntest du an der Liane dort herunterklettern. Ach so. Oh. Jetzt. Ah.
nicht aufpassen wegen der bescheuerten Pflanze. Nee, ich glaube. Au, 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 das ist nicht gut. Ja, das wäre jetzt kaputt. Das war vielleicht jetzt nicht gerade unbedingt schlau, aber das ist kaputt. In der Liana runter. Und jetzt gehen wir mal hier hoch, da muss es ja auch irgendwo lang gehen. Boah, hier schon diese Flöhe. Oh ja. So im Kampf. Ja, Liana, okay. Ich hab's kapiert. Schade, dass das nichts bringt, wenn ich die in die Flöhe schmeiße. Okay, mein Kollegen da schmeißen. Nee, der ist irgendwie nicht. Der ist hinter nur der Mauer. Den kriege ich leider nicht abgeschmissen. Weil der ist ja zum Glück gleich hier weg. Boah, ihr bekloppten Flöhe, lasst mich doch einfach in Ruhe. Was finden wir? Finden wir? Finden. So, noch ein Käferpanzer gefunden. Ey. Lass mich einfach in Ruhe. So, ist hier oben auch was? Weil das wäre ein bisschen doof, weil hier so ein Vieh ist. Ja, so müsste man das machen, solange der da feststeckt. Ausgetrickst. Ey, ihr beknackten Flöhe. Lasst mich doch in Ruhe! Gottchen. Geht jemand anders nerven? Ich bin zwar ein Hund, aber trotzdem. Nö, brauchen wir nicht kämpfen. Ja, komm vorbei, wenn du wegläufst. Ha. Ist da noch eine Liane runter? Weil ich glaube, in dem Dark kann man da bestimmt nicht runter. Wie viele haben wir jetzt eigentlich? Sind das schon 7? Also wird uns bestimmt gleich durchgesagt. Ja. Jetzt fehlt nur noch einer. Weiter so. Hm? Jetzt fehlt nur noch einer. Warum soll das so lang? Okay. Da wo man den Lianen oder ging es da noch irgendwie weiter? Aber das wird nicht gesehen. Noch mal umgucken. Oder müssen wir vielleicht noch mal gegen so einen bekloppten Käfer kämpfen. Der kommt ja nicht her. Ach, Entschuldigung, kurze Pause. Ah, diesmal haben die Eltern gestört. Jetzt müsste ich ja mal gucken, wo sollte es jetzt hier noch weitergehen? Ist doch jetzt nur noch hier oben oder habe ich mich wieder irgendwo nicht richtig umgesehen? Hier ist ja nichts mehr weiter. Da geht es jetzt auch nicht irgendwie lang oder so. Jetzt hockt die noch einmal am Dark fest. Dann gehe ich nochmal zurück. Bestimmt habe ich wieder irgendwo was übersehen, wenn ich mich kenne. Wenn ich blind pilze, wie ich bin. Ich will drauf, Mensch. So geht's auch. So kommt man den Dingern auch. Okay. Oder mal zurückgehen, vielleicht erscheint dann auch plötzlich einer. Hier nochmal irgendwie. Ah. Gehen wir nochmal hier runter, vielleicht. Oh, ey. Hier war ja zum Beispiel nichts gewesen. Könnte ja sein, dass denn hier was ist. Da, siehst du, ich wusste es doch. Ja, ich weiß, Roboter absteigen, untersuchen. Ich wusste nicht, ob sie wieder eins übersehen. Wir haben alle 7. Uff, na endlich. Du bist ja ganz blass, ist alles in Ordnung. Oh, mein Gehirn muss vor lauter Ekel kurz abgeschaltet haben. Ja, guckt. Oh, dann lass uns dieses Ding am Durchschnitt zu Diamond zurückbringen. So. Dann schnell wieder auf den Käfer drauf, bevor mich diese Flöhe wieder einholen. Aber wenn wir jetzt gerade fliegen, wegen meinem Upload-Plan. Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben mit so 3 Parts am Tag hochladen. Ich werde das jetzt diese Woche noch durchziehen. Ob was am Wochenende kommt, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Dann werde ich ab nächste Woche nur noch 2 Parts hochladen. Also einmal Pokémon oder Digimon und einmal Solato Robo. Weil ich glaube, manche Leute kommen gar nicht mit dem Gucken hinterher so viel, wie ich hochlade. Und das wollte ich jetzt auch wieder nicht.
dass er dann ein bisschen zurückstelle. Uff, endlich sind wir da wieder raus. Ein Glück. Hätten die am Monde beschwert sich, weil das so lange gedauert hat? Dann haben wir auch mal gespannt. Ich habe ganz viele Panzer mitgebracht. Es sollten mehr als genug sein. Sie sehen grandios aus. Nun kann ich die Asmodeus vollständig reparieren. Ein Glück, da hätte ich mich keine 10 Pferde nochmal reingekriegt. Ich mache mich direkt wieder an die Arbeit. Nun dauert es nicht mehr lange. Aha. Mhm. Wow. Jetzt habe ich Angst, dass es noch mehr kaputt macht. Fertig, die Asmodeus ist wieder wie neu geboren. Super, vielen Dank, Diamondo. Falls uns noch mal jemand angreifen sollte, können wir jetzt wenigstens wieder fliehen. Fliegt vor sich, ist das klar, ihr Grünschnäbel? Machen wir. Nochmal vielen Dank, wir müssen los. Ja, es ist unsere Asmodeus wieder flugtauglich. Ja, das war wieder ein etwas kürzerer Part. Aber passt schon. Ja, diese blöden Flöhe. Bah. Ah ja, bis zum nächsten Mal. Bis dann.